Welche Bedürfnisse haben Kinder, was brauchen sie und was passiert, wenn grundlegende Bedürfnisse nicht erfüllt werden? In diesem Video stelle ich dir die Bedürfnispyramide nach Maslow vor. Wenn du neu auf dem Kanal bist und dich für die Erziehung und die Arbeit mit Kindern interessierst, dann lade ich dich herzlich dazu ein, den Kanal zu abonnieren und mich auf meiner Reise zu begleiten. Los geht's! Was bedeutet Maslow? Die Bedürfnispyramide ist ein sozialpsychologisches Modell, aufgestellt von dem Psychologen Abraham Maslow. Es ist eine Art Modell der Motivationstheorie. Das Modell geht davon aus, dass zunächst die grundsätzlichen Basisbedürfnisse bis zu einem Mindestmaß befriedigt werden müssen, damit sich überhaupt auf der nächsthöheren Bedürfnisstufe Interessen entwickeln können und deren Befriedigung angestrebt werden kann. Also erst wenn die Bedürfnisse einer Stufe weitestgehend befriedigt sind, erst dann kommt die nächsthöhere Stufe zum Tragen. Die Bedürfnispyramide, wie der Name schon sagt, stellt die Bedürfnisse des Menschen in Form von der Pyramide dar. Sie unterteilt sich in 5 verschiedene Ebenen. Die physiologischen Bedürfnisse kennzeichnen die erste. Das sind alle Grundbedürfnisse, die zum Überleben notwendig sind. Dazu zählt unter anderem Nahrung und Schlaf. Das Kind kommt auf die Welt und ist auf seine Bezugspersonen angewiesen. Also die Grundbedürfnisse werden von den Eltern erfüllt. Sind dann die Bedürfnisse erfüllt, so können neue entstehen. Das sind die Sicherheitsbedürfnisse in der zweiten Stufe. Im Vordergrund steht das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit. Jeder Mensch hat das grundlegende Bedürfnis nach Schutz vor Gefahr und das Bedürfnis nach Angstfreiheit und Sicherheit. Außerdem sehnen wir uns danach, sowohl in der Familie als auch im Freundeskreis oder auch in der Arbeit abgesichert zu sein, sei es vor Krankheiten oder materiellen Unsicherheiten. Unbekanntes und Fremdes schieben wir gerne weg von uns und fokussieren uns lieber darauf, was uns im Leben Orientierung und Stabilität bietet. Jeder von uns entwickelt somit sein eigenes System und seine eigene Struktur, weil nur so sind wir in der Lage, dass wir die Welt verstehen und Zusammenhänge erkennen. Im nächsten Schritt kommen unsere sozialen Bedürfnisse zum Vorschein. Wir haben das Bedürfnis nach sozialer Bindung und Verständnis. Klar im Vordergrund steht die Kommunikation zu unseren Mitmenschen. Es geht um den Dialog und das gegenseitige Verständnis zueinander, sowohl in der inhaltlichen Ebene, also auf der verbalen Ebene, als auch, dass wir uns ausdrücken können über unsere nonverbale Ebene, also dass wir reden können und wissen, was wir meinen über unsere Mimik und Gestik. Denn jeder Mensch von uns nimmt eine ganz wichtige Rolle in der Gemeinschaft und in der Gesellschaft ein. Es geht darum, dass wir alle mit unserem Verhalten zum Bild von der ganzen Gesellschaft beitragen. Also ein Zugehörigkeitsgefühl verspüren, das gehört auch dazu, genauso wie Kinder verstanden werden möchten von uns und auch eine feste Bezugsperson haben, auf die sie immer wieder zurückgreifen können. Das Familienverhältnis nimmt also in dieser Stufe eine ganz hohe Bedeutung ein. Es geht darum, dass wir die Beziehungen einmal untereinander pflegen, aber auch, dass wir die Bindung zum Kind aufrechterhalten. Mit dem Hintergrund, dass das Kind in jeder Lebenslage auf den sicheren Ort sein Zuhause zurückgreifen kann. Die vierte Stufe umschreibt die Individualbedürfnisse, das Bedürfnis nach seelischer und körperlicher Wertschätzung. Alle Menschen haben das Bedürfnis nach Liebe, Sicherheit, Geborgenheit, Anerkennung und Wertschätzung. Doch bei jedem Menschen zeigt sich die Wertschätzung und die Ausprägung auf eine andere Art und Weise, da sich jeder Mensch von uns im Leben andere Prioritäten setzt. Während der einen Person das Streben nach Macht besonders wichtig ist, schenkt die andere Person dem Streben nach Unabhängigkeit oder dem Streben nach Freiheit eine viel höhere Bedeutung. Es gilt also, die Stärken des Kindes anzunehmen, aber auch die Fehler und die Schwächen zu akzeptieren. Dabei soll der Mensch nicht aufgrund eines Fehlers in seiner Persönlichkeit zurechtgewiesen werden. Der Mensch soll trotzdem sowohl körperlich als auch seelisch wertgeschätzt werden wie die anderen. Und die letzte Stufe ganz oben ist das Bedürfnis der Selbstverwirklichung. Der Mensch ist nun an dem Punkt angelangt, wo er sein Ich-Bewusstsein entwickelt, wo sein Selbstkonzept entsteht und er darin das Ziel findet, sich selbst zu verwirklichen. Es wird nun nach dem Sinn des Lebens gesucht. Wir bewältigen Lebensängste, wir unterstützen unsere Ziele und wir entfalten alle unsere Potenziale. Also all das, was uns möglich ist, wollen wir nun herausholen. Wie ich schon zu Beginn erwähnt habe, müssen zunächst die Bedürfnisse der ersten Stufe befriedigt werden, bevor dann die nächsthöhere Ebene angestrebt werden kann. Also zuerst werden die Bedürfnisse von Stufe 1, dann Stufe 2, dann Stufe 3, 4 und 5 befriedigt. Also wir lesen von unten nach oben. Die ersten 4 Stufen definiert Maslow als die Defizitbedürfnisse. Und die 5. Stufe wird definiert als die Wachstumsbedürfnisse, da dies die letzte Stufe ist und jeder Mensch seine Ziele mit sich individuell vereinbart
und immer noch Wachstum nach oben besteht. Damit du dir aber nun etwas genauer unter den Defizitbedürfnissen vorstellen kannst, umschreibe ich es dir nun genauer. Nicht alle Bedürfnisse der vier Stufen müssen zu 100% befriedigt werden. Daher kommt auch der Name des Defizitbedürfnisses. Allerdings dürfen die Bedürfnisse des Kindes nicht vernachlässigt werden, weil dies hat erhebliche Auswirkungen auf das Kind. Was ist mit Vernachlässigung gemeint und welche Folgen entstehen? Vernachlässigung bedeutet, dass die Bedürfnisse auf einer oder mehreren Ebenen nur chronisch unzureichend befriedigt werden. Und damit kann der Übergang in die nächsthöhere Stufe auch nicht erfolgen. Ist dies der Fall, so hat dies erhebliche Auswirkungen auf das Kind. Die Folgen sind umso gravierender, je niedriger die versagten Bedürfnisse angesiedelt sind. So führt das völlige Versagen physiologischer Bedürfnisbefriedigung im allerschlimmsten Falle bis zum Tode. Also wenn du dem Kind keine Nahrung gibst, keinen Schlaf, keine Geborgenheit, dann kann es im schlimmsten Fall dazu führen, dass das Kind verstirbt. Genauso wichtig ist es zu wissen, dass das Kind im jungen Alter vor allem da auf die Mutter angewiesen ist. Hat ein Säugling Hunger, so kann man ihn nicht durch Ablenkung auf Dauer zufriedenstellen oder durch ein Spiel, anstatt ihn zu füttern. Also da braucht es was zu essen. Und Vernachlässigungen von großer Intensität und Vernachlässigungen von erheblicher Dauer führen bei allen Kindern zu erheblichen Entwicklungsdefiziten bis hin zu bleibenden Schäden. Aber was genau gehört da alles dazu? Das will ich dir jetzt erklären. Körperliche Symptome und Fehlentwicklungen können entstehen. Unter anderem zählt dazu eine hohe Infektanfälligkeit, häufige Atemwegserkrankungen oder aber auch körperliche Fehlentwicklungen wie zum Beispiel eine verzögerte motorische Entwicklung. Des Weiteren können psychosoziale Schäden und Fehlentwicklungen auftreten, zum Beispiel im Sozialverhalten. Distanzlosigkeit, Ängste, Aggressivität, mangelndes Selbstvertrauen oder aber auch Hyperaktivität und Essstörungen können sich finden lassen. Und zuletzt treten sehr wahrscheinlich kognitive Fehlentwicklungen auf, also alles, was mit dem Gehirn zu tun hat. Das sind zum Beispiel Sprachprobleme, eine geistige Fehlentwicklung, Wahrnehmungsstörungen oder aber auch Konzentrationsschwierigkeiten. Ich hoffe nun, du verstehst den Aufbau und die Struktur der Bedürfnispyramide nach Maslow. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch unterstützt mit einem Abo auf meinem Kanal oder auch einfach deinem Daumen nach oben auf das Video, wenn es dir gefallen hat und dir weitergeholfen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!